Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also wir dachten uns heute, wir machen ein Follow Me Around. Und ich dachte mir, ich will Hakan schon so lange pranken wegen seinem Auto, dass ich irgendwas an seinem Auto mache. Ich habe es aber nie geschafft, weil ich nicht weiß, wo ich die Kamera draußen aufstellen soll. Und heute dachte ich mir, ist der perfekte Zeitpunkt, weil ich werde ja eh alles filmen, wie wir laufen, wie wir vom Auto aussteigen. Und dann dachte ich mir, klebe ich mir diesen Kratzer auf sein Auto und mal schauen, wie er darauf reagiert. Wir sind heute mit Freunden unterwegs und gehen ein bisschen shoppen und wollten euch mitnehmen. Und jetzt muss ich mit denen einen Plan schmieden, wie wir am besten Hakan reinlegen. So Leute, also ich habe mir überlegt, wir gehen ja jetzt, wenn wir parken dort, also wenn wir vor dem Outlet parken, dann steigen wir alle zusammen aus und dann sagst du, Elif, ah Hakan, ich habe mein Handy im Auto vergessen. Gib mal schnell die Schlüssel, weil wenn ich sage, ich habe mein Handy vergessen, dann sagt er, ach egal, was willst du mit deinem Handy? Dann sagst du, ich habe mein Handy vergessen, dann gehen wir schnell zum Auto. Und dann klingelt es hin. Und dann kommen wir wieder ganz normal rein. Und dann tun wir shoppen, alles Mögliche. Und dann. Okay. Und wenn wir rauslaufen, der wird es dann eh schon checken. Okay. Okay? Der Plan steht, Leute. Schaut doch hier. Das ist 43. Was brauchst du? 42. Da 42 halt. Gibst du mir schnell Schlüssel? Ich habe mein Handy im Auto. Ja. Bände geliehen. So, Leute, hier mit die Autoschlüssel. Wir haben jetzt so einen Plan gemacht, als hätte Elif ihr Handy im Auto vergessen und jetzt kleben wir den Sticker auf. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Irgendwie, ich schwöre, ich habe mal voll Herzklopfen. Klebst du hier, oder? Machst du. Alter, wenn es jetzt jemand sieht und die Polizei ruft. Böde mir bestimmt, warte, ich mach das Weiß nach unten. So. Ja. Das sieht aber voll fake aus. Guck du Scheiße. Ja, aber vom Weiten vielleicht. Ja, egal, kannst du. Doch, das sieht schon echt aus. Schau! Oh mein Gott, Leute. Hakan kriegt einen Herzinfarkt. Warte, aber wir müssen frei von so kommen. Weißt du, was wir sagen? Dann sagst du, ah, Hashim, ich will noch da kurz was schauen. Jetzt können wir wieder arbeiten gehen. Jetzt haben wir so viel eingekauft. Jetzt wieder Arbeit, Arbeit, Arbeit. Was habt ihr jetzt alles gekauft? Ja, 8 Paar, Paar Schuhe, Schuhe gekauft, ja, 9 Paar Hosen, 10 Paar Oberteile. Boah, shit! Alter! Görüyor musun? Çıkarken vurmuş resmen. Boah! Gibt's hier vielleicht Videokameras oder so? Tief, oder? Ja, auf jeden Fall. Scheiße. Geprankt, Mann! Willst du mich verarschen? Wie habt ihr das geprankt? Ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen. Ich hab's an Elif gecheckt. Wie habt ihr das gemacht? Weil mir kommen schon die Tränen. Es schaut so komisch aus, aber ich hab's deswegen. Ich bin einfach weitergelaufen. Ey Leute, das ist ein guter Prank. Warte, ich muss mich wieder kriegen. Oh mein Gott, mir kommen auch schon die Tränen. Ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen. Ich muss gleich lachen. Ich bin so. Also, wo gibt's so einen Scheiß, Mann? Was hast du das gemacht? Ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen. Aber das schaut schon ein bisschen komisch aus, Alter. Ganz ehrlich, schau mal, wie das ausschaut. Boah, das ist voll tief. Ja, fahr mal drüber. Natürlich fühlt sich das tief an. Ein Scheiß, wie... Nein, wenn du über die Rillen fährst. Ich geprankt, Mann. Alter, Respekt, Mann. Du hast mich richtig gut geprankt, ohne Witz. Das gibt's richtig. Und nie hat der Witz gesagt, gibt's hier irgendwo Kamera?
Ja, jetzt kannst du mir auch die Flecken. Ach, deswegen seid ihr raus. Handy, Mandy, Alter. Also das war jetzt wirklich mal ein Prank. Ohne Witz. Das war kein Streich oder so. Das war ein richtiger Prank. Alter, mir sind so die Augen aufgegangen. Ich dachte mir einfach nur, scheiße, Mann. Jetzt wieder Auto gehen, lackieren lassen. Kratzer drin. Finden tust die Person eh nicht. Voll scheiße, wer dagegen gefahren ist. Aber zum naja, Leute, also wir waren jetzt shoppen. Der Prank hat auch ganz gut funktioniert. Ja, zoom nur weiter rein, gell? Bisschen das letzte Nasenhärchen. Ist doch das letzte schon. Und jetzt gehen wir was essen. Jetzt gehen wir erstmal lecker frühstücken, Alter. Nach so einem Schock brauche ich erstmal was Süßes. Mein Zucker ist gefallen, Alter. Ich habe richtig Unterzucker bekommen. Meine Hände zittern, ha, ohne Witz. Scheiße, das ist ein guter Prank.